indem du annimmst, dass unser Kopf und unsere Schultern insgesamt eine Kontaktfläche von 6 Quadratdezimetern mit der Luftsäule über uns bilden, berechne die Masse der Luft, die auf uns lastet, wenn der Luftdruck des Tages 73 cm Quecksilber beträgt. Der angegebene Flächeninhalt beträgt 6 Quadratdezimeter, das heißt 0,06 Quadratmeter. Der angegebene Druck beträgt 73 cm Quecksilber. Um die Aufgabe zu lösen, brauchen wir diesen Druck in Pascal ausgedrückt und deshalb wenden wir den Dreisatz an. Wir wissen, dass 76 cm Quecksilber 101.396 Pascal entsprechen. Jetzt teilen wir hier links durch 76, um 1 cm Quecksilber zu erhalten. Also müssen wir laut Dreisatz auch rechts durch 76 teilen. Links multiplizieren wir jetzt mit 73. Dem Dreisatz gemäß multiplizieren wir also auch rechts mit 73 und somit finden wir, dass 73 cm Quecksilber 97.393,5 Pascal entsprechen. Diese Angabe übertragen wir dahin. Was wir suchen, ist die Masse der Luftsäule über uns, die wir in Kilogramm ausdrücken werden. Und um diese Masse herauszufinden, nutzen wir diese zwei Formeln, wo wir als Wert für den Gewichtsfaktor klein g 9,81 Newton pro Kilogramm einsetzen. Starten wir mit dieser Formel. Der Druck ist gleich zur Kraft geteilt durch Flächeninhalt. Diese Kraft ist die Gewichtskraft groß G, die man durch klein m mal klein g berechnet. Aus dieser Gleichheit schließen wir, dass m gleich ist zu klein p mal groß a geteilt durch klein g. Indem wir in dieser Gleichheit die bekannten Werte einsetzen, finden wir als Masse ungefähr 595,7 Kilogramm. Die Endantwort auf diese Aufgabe lautet also, die Masse der Luftsäule über uns beträgt ungefähr 595,7 Kilogramm.